Hast du schon mit ihr gesprochen? Ja, ein schönes Gespräch gehabt? Hast du dir was Gutes getan? Hast du dir schöne Worte zugefüttert? Hast du dich beschimpft? Hast du dich über dich geärgert und hast du dir das auch gesagt? Hast du dich traurig gemacht, weil du dein Leben nicht so erlebst, wie du es gerade hättest? Hast du dir erzählt, dass du über dich selber traurig bist, weil du denkst, du bist ein Versager? Oder hast du dich so gefreut? Hast du viel Euphorie gehabt? Weil ja mal was gelungen ist, was gelungen. Du hast mal einen Orgasmus, du hast mal ein schönes Erlebnis gehabt, voll erfüllt. Du warst mal für einen Moment ich los, hast dich selbst vergessen und auf einmal war Frieden da. Hast du dir das alles erzählt? Hast du ein gutes Selbstgespräch gehabt? Hast du Schaum vom Mund? Hast du dir erzählt, dass du verrückt bist? Hast du dir auch gesagt, dass du ein bisschen Sehnsucht hast, ein bisschen nach Glück und nach Zuneigung, nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Sicherheit, nach Ekstase, nach ich weiß gar nicht, was du dir alles erzählt hast. Ich wollte nur mal fragen, ob du ein gutes Selbstgespräch gehabt hast. Und es ist nicht zu spät für ein gutes Selbstgespräch, kann ich dir sagen. Und du musst auch nicht reden wie ich. Aber es ist auch schön, wenn du ein bisschen tust, als wärst du noch dümmer, wie du glaubst, nicht zu sein. Nicht immer so schlaumeierisch sein, nicht immer so besser wissen, sondern aber richtig doof spielen, noch dümmer sein als blöd, ein bisschen behämmert, bekloppt und dir mal was Schönes sagen. Ja, das war, mach ich Selbstgespräch und sag mal, ich hab dich so, ich mag dich so, ich lieb dich so, du bist so schön, du bist doch viel schöner als ich, du bist doch schöner, als ich mir dich vorstellen kann, du bist viel schöner, du bist doch geschmeidig, du bist doch wundervoll, du, ich lieb dich so, auch wenn du alles falsch machst, auch wenn du Angst hast, wenn du neidisch bist, wenn du gierig bist und wenn du blöd bist. Ich liebe dich auch, wenn du blöd bist. Ja, ich habe ein gutes Selbstgespräch mit dir. Aber ich kann mir alles sagen. Ich kann mir einfach... Ich kann mir gar nicht alles sagen. Ja, so viel Zeit habe ich gar nicht. Nee, will ich gar nicht. Aber ich gebe mir viel Mühe. Weil es geschieht ja sowieso ganz von selbst oder auch nicht. Wenn es gar kein Selbst gibt, dann geschieht es einfach nur. Nicht von selbst, sondern nur einfach... Sprichst du einfach mit sich. Ich spreche mit mir, weil ich alles bin, was mir zuhören kann. Nur ich kann mir zuhören. Also, ein schönes Selbstgespräch noch. Auf Wiedersehen. Ja, danke. Viel Spaß auch. Auf Wiedersehen. Tschüss.